In Großwallstadt gab es heute Freibier nach dem letzten Spiel für die Zuschauer. Freibier und ein Tropfen, den sich diese auch verdient hatten. Denn die Mannschaft, die hat ihre Fans nicht gerade mit guten Leistungen verwöhnt in dieser Saison. Star-Einkäufe, die nutzten nichts, nicht mehr als ein Platz im Mittelfeld war drin. Heute das Heimspiel gegen Rheinhausen und der TVG hatte die Möglichkeit auf etwas Kosmetik, denn im Falle eines Sieges hätte man das Punktekonto noch ausgleichen können. Gottfried Oliver vom Saisonfinale, vom letzten Spiel der Großwallstädter, bei dem es auch hieß, Abschied nehmen. Abschied nehmen hieß es gleich von 5 Spielern, die den Verein verlassen werden. Unter anderem Sven Lakenmacher, er wechselt nach Nettelstedt, und Rune Erland, der nach Norwegen zurückkehrt. Abschied nehmen hieß es aber auch von der Torwartlegende Sigi Roch, der nach 16 Jahren im TVG seine Karriere beendet. Ich glaube, mir wird es erst bewusst, wenn nächstes Jahr das Training beginnt oder wenn die Spiele wieder loslegen. Ich habe jetzt noch keinen so Wehmut, das kommt mit Sicherheit erst in 1-2 Monaten. Wie sieht die Zukunft aus, der Sigi Roch? Ja gut, ich bleibe am TVG als sportlicher Leiter erhalten, werde nach wie vor beim Training jedes Mal dabei sein, bei den Auswärtsspielen. Also vom Zeitaufwand ändert sich für mich nichts, nur dass ich halt nicht mehr spielen werde. Stehende Ovationen der 2200 Zuschauer gab es heute in seinem 553. und letzten Pflichtspiel und so leicht fiel ihm der Abschied als Torwart dann doch nicht. Und nun zum Spiel. Roch bekam natürlich noch einmal den Vorzug vor seinem Torwartkollegen und Nachfolger Rolf Dobler. Und er konnte sich gleich auszeichnen. Und Sven Lakenmacher, der scheidende Nationalspieler, sorgte für eine schnelle Führung. Für Rheinhausen und für Großwallstadt ging es nur noch um die Ehre. Dementsprechend locker flockig lief auch das Spiel in dieser ersten Hälfte. Zeit für Kabinettstückchen. Beispielgefällig Jackson Richardsons Pass auf Sven Lakenmacher. In der Zeit wohl besten Deutschen links außen und er weiß, bei wem er sich da bedanken musste. Lakenmacher, einer der auffälligsten Spieler vor der Pause. Parade Roch. Und dann wieder ein Traumanspiel, das er diesmal allerdings nicht verwerten konnte. Und so langsam kamen die Gäste auf. André Klimowetz im Gegenzug zum 5:5 Ausgleich. Der TVG ohne Erland, Heerstraß und bis kurz vor Schluss auch ohne den kroatischen Nationalspieler Klaic bestimmte dennoch zunächst weitgehend das Spiel. Maßgeblichen Anteil daran hatte der Welthandballer Jackson Richardson, den der Trainer Thomas Gloth mit nach Unterfranken gebracht hatte. Und es ist der Thomas Gloth. Er durfte zumindest bis zur Pause mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Jörg Kunze erzielte den 14:12 Halbzeitstand und Zeit für eine sportliche Bilanz des nach 7 Jahren scheidenden sportlichen Leiters Thomas Zinsel. Wir haben sicherlich eine Plus-Minus-Runde hingelegt. Wenn wir heute noch gewinnen, haben wir ein ausgeglichenes Punktverhältnis. Wir sind Achter, genau den Mittelplatz dieser Liga erreicht. Wir hätten uns mehr vorgestellt. Wir hätten auch sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr machen können. Insofern ist es schon ein aus meiner Sicht etwas enttäuschendes Ergebnis für die Substanz, die in der Mannschaft steckt. Man darf zwar nicht vergessen, dass die Unterfranken vergangene Saison fast abgestiegen wären, aber dem Talent nach gehörten sie heuer sicher unter die ersten 4 in der Bundesliga. 10 Nationalspieler inklusive Welthandballer, Olympiasieger, dafür verkaufte man sich einfach unter Wert. Und wie oft hat man das in dieser Saison gesehen? Erst spielt die Mannschaft hui, dann aber auch wieder pui. Pui, wie zum Beispiel in der zweiten Halbzeit. Die Gäste aus Rheinhausen völlig überraschend, klar bestimmten, auch wenn sie jedoch immer wieder zur Ruhe mahnte. Bernd Roos und Heiko Karrer mit einer Superszene in der Offensive. Aber dann wieder ließen sich die Großwallstädter manchmal ausspielen wie die Schulbuben. Andersson brachte die Gäste nach 10 Minuten schon vorentscheidend mit 4 Toren in Führung. Alles Aufbäumen des TVG in der Schlussphase nutzte da nichts mehr. Die Abschiedsparty musste ausfallen. 24:26 der Endstand für Rheinhausen und das war die 4. Heimniederlage der Unterfranken. Dann gab es noch Gerüchte, dass Großwallstadt möglicherweise vom DHB keine Lizenz für die nächste Saison bekommen könnte. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Namen nach außen genannt wurden. Und wenn, sind es reine Spekulationen. Ich weiß, dass Fredenbeck da sehr viel Unruhe
reingebracht hat, weil die einfach hoffen, dass sie durch Nicht-Lizenzerteilung einiger Vereine in der Bundesliga bleiben. Morgen wissen wir mehr. Da soll nämlich die Entscheidung fallen. Und statt den Blauen feierten heute am Ende die Gelben. Und so hatte sich Sigir auch sein Karriereende sicher nicht vorgestellt. Wir fassen.